Moin Moin, liebe Shakes and Fidget Freunde da draußen, willkommen zu einer neuen Folge von unserem Lieblings-Browser-Game. Was haben wir alles so erreicht? Um genau zu sein, eigentlich gar nicht mal so viel, außer dass wir jetzt hier spielen können. Ne, ganz ehrlich, also wir haben wirklich nicht viel erreicht. Im Dungeon hatte ich einen mega schlechten Try, das blende ich euch jetzt einmal ein. Ich laufe fröhlich durch die Minen, klick auf ein goldenes Tor und auf einmal steht der Balrog vor mir. Ja, gehen wir ihn an. Nie viel Hoffnung, aber jetzt. Du bist so tot, da hilft nur eine Wiederbelebung. Soll ich dir wieder auf die Beine helfen? Ja. Schade. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich klicke einfach rauf. Das war ein verschenkter Versuch. Das wäre jetzt nur ein ganz kurzer Ausschnitt. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich dachte, komm, greif mal einfach mal an. War nicht so schlau, den Balrog anzugreifen. Drauf geschissen, passiert. Aber nun gut. Also wir können jetzt hier einmal spülen. Und jetzt kommen leider nur den Hammer raus. Diesmal kein Epic. Irgendwann auf einer gewissen Stufe kommen ja nur noch Epics raus. Aber nun gut. In unserer Gilde hat der Papa geschafft, den Dungeon einmal zu durchlaufen. Glückwunsch auf jeden Fall dazu. Ist, glaube ich, auch der einzige. Bin mir nicht sicher, aber ich meine schon, dass Papa der Einzige ist, der da einmal durch ist. Er hatte eine spezielle Taktik. Die zeige ich euch denn auch, sobald ich soweit bin. Ansonsten gibt es bei den Pets, da haben wir das Waffenladen-Pet bekommen. Dragopyr, mega nice, freut mich total, dass wir das geschafft haben. Dass wir den haben und ansonsten geht es hier auch langsam weiter voran. Anta hier schon auf Level 9. Wird fröhlich weiter gefüttert. Ansonsten die Erde nach wie vor ein bisschen zurück. Können hier aber nach und nach immer wieder ein paar Dungeons bzw. Habitate erobern. Hier hängen wir jetzt hier bei dem Event. Bei den Event-Pads. Wird jetzt hier so ein bisschen festgehangen, finde ich auch mega cool, die Schildkröte. So ein bisschen Turtok angelehnt, ne? Wer kennt's nicht? Das Zauberladen-Pad, das habe ich leider noch nicht. Ansonsten hänge ich bei den Dungeons durch das Gold-Event, also hier kann ich es halt eh vergessen. Aber im Turm und so weiter hänge ich ein bisschen hinten dran. Es gibt halt Ehre. Weil hier und da so einen kleinen Erfolg. Weil ich denn doch mal, so wie hier, eine Etage schaffe. Aber im Großen und Ganzen ist das denn doch ein bisschen knockiger. Weil das einfach nur ewig lang dauert. Ich könnte jetzt hier, das könnte ich dann halt wechseln. Also ich könnte es durchaus erstmal aufheben. Ich denke, das hebe ich auch für Bertram mal auf. Das packe ich nach oben. Dann komme ich da nicht auf doofe Gedanken. Auch die Welt zum Beispiel, das ist momentan echt schwierig, da kommen wir überhaupt nicht ran. Gestern war eine sehr, sehr geringe Raid-Beteiligung. Das war, richtig schrecklich. Also es, ich weiß gar nicht, sieht man es noch? Das war der von heute. Ich glaube, das war der von gestern Abend. Da haben sich nur 34 Leute gemeldet. Es ist halt so heftig, obwohl halt bekannt ist, dass wir immer um 0 und um 12 Uhr starten. Und dieser Versuch war halt besser, der 34er Versuch, als hier der 41er Versuch. Ist halt heftig, oder? Also es ist wirklich behext. Die Elke, die will einfach nicht von uns besiegt werden. So einfach ist das. Hier haben wir das Gildenpad gewechselt. Es ist sogar ein bisschen stärker jetzt. Es berechnet sich immer ein bisschen anders. Es hat leider kein Stärke-Pad. Aber ja, was will man machen, ne? Es ist kein Stärke-Pad, deswegen
ist das ein bisschen schwierig. Aber es hat auf jeden Fall mehr Life Points, aber es wird halt noch eine ganze Zeit lang dauern, bis wir dort wirklich weiterkommen. Und ansonsten gibt es hier wirklich tatsächlich nichts Neues. Hier in der Arena, es fließt, das geht alles voran. Bei den Dungeons und so, ich kann euch leider nicht mehr zeigen, einfach weil ich momentan nicht tryharde. Das muss bis Weihnachten, müsst ihr euch da gedulden. Dann werde ich wieder einiges versuchen. Inklusive hier unten die Schwarzschädelfestung, den Wirbelsturm hier und da mal versuchen. Ja, hier oben, ich glaube, da brauchten wir gar nicht ran. Das war zu heftig. Ansonsten in Osteros nochmal versuchen. Oder hier den tödlichen Anblick. Also es gibt da schon so ein paar Sachen, die man dann nochmal antreuen kann. Vor allen Dingen nach den ganzen Events ist ja Gold-Event, EP-Event, Raritäten des Waldes-Event, Epic-Event ist am Start. Da kann ich mich auch erstmal einkleiden noch. Also es ist auf jeden Fall einiges gegeben bzw. geboten und da kommen wir auf jeden Fall voran, Freunde. Verabschiede mich jetzt von euch. Das war jetzt erstmal so ein kürzeres Video, einfach nur, um zu zeigen, Entschuldigung, was Sache ist. Und ich hoffe, ja, bald ist ja schon Weihnachten. Ne, noch zweimal schlafen. Dann ist für uns hier in Jackson Fidget vor allen Dingen auch richtig Weihnachten. Mega nice. Dann können wir uns nochmal richtig gönnen, inklusive Pilze. Werden 20% noch dazu kommen. Also es wird sich auf jeden Fall mega lohnen. In diesem Sinne, macht's gut, danke für euren Support nach wie vor und wir sehen uns dann in einer der nächsten Videos. Bis dahin.